Bevor das Video losgeht, Dankeschön. Pasta Poesia ist schon wieder sold out, obwohl wir diesmal fast dreimal so viel wie sonst produziert haben. Es ist wirklich absolut unglaublich. Vielen, vielen Dank für den Support. Aber die Vorbestellung ist wieder live. Das heißt, ihr könnt ab sofort Pesto Rosso und Cacio e Pepe zum ersten Mal bestellen. Spaghetti Carbonara wird es auch im nächsten Drop wieder geben. Also jetzt vorbestellen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr beim nächsten Drop nicht mit leeren Händen ausgeht. Viel Spaß mit diesem wirklich besonderen Video. Es gibt normale Restaurants und es gibt Sterne-Restaurants. Und in Sterne-Restaurants ist alles ein bisschen anders. Ein bisschen kleinteiliger, ein bisschen hübscher, ein bisschen exklusiver. Und unter den Sterne-Restaurants gibt es auch noch Unterscheidungen. Es gibt einen Stern, es gibt zwei Sterne und es gibt drei Sterne. Und in ganz Deutschland gibt es nur 10 Drei-Sterne-Restaurants. Mit anderen Worten, das ist wirklich verdammt besonders. Und im heutigen Video können wir selbst erleben, wie der Unterschied ist. Denn Nelson Müller mit einem Stern empfängt in seinem Restaurant Kevin Fehling aus Hamburg mit 3 Sternen. Gemeinsam haben sie ein Menü erstellt, bei dem ein Teil aus der Ein-Sterne-Küche und ein anderer Teil aus der Drei-Sterne-Küche kommt. Und wir haben die einmalige Möglichkeit, beides an einem Abend erleben zu dürfen. Viel Spaß mit diesem besonderen Video. Wir werden heute einen ganz besonderen Abend erleben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Eric hinter der Kamera, mich und ich meine Buddy. Hi. Buddy habt ihr noch nie auf meinem Kanal gesehen, aber Buddy ist sowas wie ein Gastro-Experte. Nee, jetzt wirst du bescheiden sein. Nein, ich bin professioneller Genießer. Ich habe mir gedacht, wenn ich 3 Sterne esse, habe ich wirklich Angst, es nicht zu verstehen. Und deshalb bist du heute da. Buddy ist heute da, Buddy ist heute mein Buddy. Und rückblickend muss ich wirklich sagen, es war die beste Entscheidung, Buddy mitzunehmen. Nicht nur, weil er ein cooler Typ ist, wie ihr später auch sehen werdet, sondern es ist so verrückt, was in diesem Video passieren wird. Ich hätte es alleine einfach nicht gepackt. 4 Sterne zu essen ist auch für mich so als, stimmt. Als Profi-Esser jetzt nicht so der Alltag. Also deswegen im Prinzip, ist das schon krass. Im Prinzip essen wir heute 4 Sterne. Ich würde sagen, wir gehen rein, machen es uns gemütlich. Los geht's. Und schon in dem Moment, wo wir uns an den Tisch gesetzt haben, hat man gemerkt, dass das ein ganz besonderer Abend wird. Die Menükarte stand nicht einfach herum, sondern war in einem Brief verpackt, der ein eigenes Siegel hatte. Fast schon ein bisschen wie ein Liebesbrief. Und man wusste, das wird besonders. Auf der eigentlichen Karte wurden dann die Gänge aufgezählt und nebendran stand immer, ob er 1 Stern oder 3 Sterne hat. Und ganz egal, ob es jetzt um die Weinauswahl oder um die Menüs geht, an so einem Abend, wie wir ihn dort erleben durften, arbeiten viele Menschen viele Tage oder Wochen oder Monate. Also lehnt euch zurück und genießt, weil das ist wirklich besonders. 7, 8 mit Petit Four. 8 Menüpunkte. Vielleicht kommt noch ein Gruß dazwischen. Bei Kevin zu essen, das ist ein richtiges Erlebnis. Du kannst doch nicht einfach irgendwie sagen, ich komme mal um 6 oder so, sondern du wirst um 19 Uhr wirst du reingelassen und dann wirst du auf eine Reise praktisch begleitet. Das heißt also, Kevin setzt dich auch an den Tisch und dann bist du praktisch in der Küche drin. Da siehst du die Köche das vorbereiten vor deinen Augen. Ja. Der Teller wird vom Koch bei dir auf den Platz gestellt und sitzt auch mit den anderen fast in so einer Art Schlange. Mhm. Ja. Das ist ein langer Tisch, ja, aber eben als Schlange designt. Und du sitzt dann da gemeinsam und futterst dann die verschiedenen Gänge. Und das Konzept vom Restaurant von Kevin Fehling, das mit 3 Sternen bewertet ist, ist, dass alle am Chef's Table sitzen quasi. Genau. Ja, das ist schon echt cool. Und ja, du wirst praktisch Teil von dem. Ne? Ja. Und das ist auch das, was Kevin, glaube ich, beabsichtigt, dass er eben du wirst Teil von diesem Konzept, weil die Musik ist drauf abgestimmt aufs Essen und. Das ist schon so eine Art Gesamtkunstwerk. Ja. Hab den Kevin auch gerade schon kennengelernt, hab ihm die Hand gegeben, deshalb, wer weiß, vielleicht gehen wir da auch nochmal hin. Aber für heute bin ich erstmal gespannt, wie kocht jemand, der 3 Sterne hat und wie ist der Vergleich. Deshalb, gleich sollte schon der erste Gang kommen, sind wir gespannt. Es ist auch wirklich sehr, sehr special, dass wir hier sind. Deshalb auch nochmal ein großes Dankeschön an Nelson. Wir sind weniger als 40 Gäste hier im Restaurant und wenn ich so ein Video hätte machen wollen, 1 Stern oder 3 Sterne, hätte ich halt in 2 Restaurants gehen müssen. Dann ist die Vergleichbarkeit auch immer schwerer. Also es ist wirklich special, dass wir hier gerade sein dürfen und dass wir filmen können. Deshalb Kuss geht raus an Nelson auf jeden Fall. Langsam aber sicher bin ich auch ready fürs Essen. Alter, das ist mega exklusiv. 4 Sterne. Ja. 4 Sterne in einem Restaurant jetzt. Das gibt's gar nicht. Und das in der Größenordnung. Also ich guck mal, ein bisschen Gänsehaut. Und ich finde es mega. Voll 2015er Moët et Chardon. Es bedarf nicht viele Worte. Einfach nur zum Spaß haben, gell? Es ist halt schon was ganz Besonderes, weil auch Champagner und Champagner ist nicht das Gleiche. Ja. Und das, was du im Supermarkt kriegst, ist nicht immer das Gleiche, was du dann auch wirklich bei einem tollen Koch entsprechend bekommst. Ja. Das muss man nämlich auch dazu sagen, an Abenden wie diesen, wir haben immer den Fokus auf Essen, auch weil ich zugegebenermaßen einfach noch nicht so viel von Wein verstehe. Also es geht ums gesamte Erlebnis. Ja. Also es geht ja darum, guck mal, bin ich mit coolen Leuten am Tisch, das ist schon mal wichtig. Ja. Wenn du mit Arschlöchern am Tisch sitzt und so ein Essen hast, machst du keinen Spaß. Ja. Das Zweite ist, dass es ein tolles Essen ist, das dich mitnimmt. Optisch, olfaktorisch, also vom Geruch her, von allem. Was dich mitnimmt. Und das Dritte ist natürlich, dass du das perfekt machst. Und das heißt also, dass auch dann dementsprechend die Weine dafür sorgen, dass du das wunderbar schmecken kannst, dass die Geschmäcker noch mehr rauskommen. Und jetzt zum Beispiel bei so einem schönen Champagner, wie wir ihn jetzt haben, der ist sehr fruchtig, der ist sehr beschwingend. Das ist so ein schöner Einstieg in so ein Menü. Weißt du, dass man mit Champagner eigentlich nicht anstößt? Ja, wäre schade, wegen der Perle. Ne? Ah. Wenn du jetzt mal hier reinguckst, ne, dann siehst du, wie die Perle aufsteigt, ne, vom Shampoos. Und wenn wir jetzt das Glas gegeneinander hauen würden, dann würden wir das ja kaputt machen. Und weißt du, warum ich es jetzt dann doch trotzdem mache? Weil ihr so nett seid. Mitmachen darf. Wohl, ne?
Zum Start haben wir einmal auf dem Tellerchen ein Entenroulette auf einem kleinen Kartoffeltartlet und dazu ein Rotkohlsalat. Der erste Gang ist da, beziehungsweise ist das nee, der erste Gang? Das also das heißt, das kleine Schnäuzchen vorneweg. Ja. Und hier ist jetzt wichtig, es wird ja annonciert. Da wird gesagt, erst das, dann das, dann das. Das sollte man auch so einhalten. Okay. Warum? Weil jetzt guck mal, wir haben jetzt hier zum Beispiel was Warmes. Ne? Mhm. Dann ja. haben wir hier ein Langostino-Tartar in einem Cornetto. Und dann das hat alles, baut alles aufeinander auf. Und wenn man das jetzt zum Beispiel umgekehrt isst, dann kann es sein, dass das Langostino-Tartar komplett untergeht, ja. weil das vom Geschmack her ja. gar nicht mehr präsent ist. Diese Eier sind mir wirklich häufig schon begegnet in der Sterneküche. Die haben irgendwie Hype. Ne? Das ist so ein Trendding. Mhm. Mhm. Nee, das ist auch super lecker. Wachtelei da drin, ne? Ei im Ei. Mhm. Oh, lecker, oder? Und die kleine Trüffelnote dabei. Oh, je, je. Mega, mega, mega. Sieht super aus. Jetzt probieren wir mal. Also ich maß mir an, so eine Nelson-Handschrift zu erkennen, weil es einfach, es ist so einfach geil. Mhm. Und so würde ich Nelsons Küche beschreiben. Es ist einfach so, er sagt ja Soul Food, das ist auch Soul Food. Das ist so, man weiß rein, man ist so, wow. Mein Problem bei sowas ist auch immer, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was das alles sein soll. Aber das ist Problem und Spaß zugleich, weil jetzt kann man es einfach rausschmecken. Das ist für mich Nelson. Die alte Klassik, neu, der Knack dabei mit dem Rotkraut. Geil. Nelson trifft wirklich genau meinen Geschmack. Echt? Also ich find's mega. Ja, richtig geil. Und wie in vielen Restaurants haben wir erstmal einen Brotkorb bekommen. Aber einen Brotkorb, der mit Sicherheit nicht so ist wie in anderen Restaurants. Es gab 3 verschiedene Buttersorten. Es gab ein Blutwurstmuffin, frisch gebackenes Brot und man wusste schon, was abgeht. Aber gleichzeitig hatte man sowas Einfaches, was einfach Spaß gemacht hat. Eine gute Einstimmung. Es geht weiter. Ein Amuskel. Ein Amuskel. Ja, ein zweites sozusagen. Ja, danke schön. Ah, ja, das ist ja, genau. Wir haben einmal die Makrele. Als Escabeche mit so einem Escabeche-Sud und dann einmal als Tartar mit Apfel und einmal als Räuchermus mit Apfelgelee und einer Wasabi-Mayonnaise. Lasst es euch gut gehen. Ja. Und wenn ihr nicht gerade fließend Französisch sprecht, dann habt ihr, wie ich auch, wahrscheinlich gerade nichts verstanden von dem, was Nelson gesagt hat. Aber das liebe ich so, weil man muss nicht wissen, was das alles ist, um es zu probieren und dann zu verstehen. Es macht einfach so viel Spaß und ich liebe, dass wir auf diesem Kanal nicht nur geiles, einfaches Essen machen, sondern auch Essen mit komplizierten Namen, was aber mindestens genauso geil ist. Und ich liebe einfach meinen Job. Weil beides hat natürlich seine Daseinsberechtigung und man kann an beidem so viel Spaß haben. Mittlerweile, wo ich ihn besser kenne, kenne ich auch seinen Terminplan. Also, dass der hier rumläuft und alle begrüßt, das ist wirklich irre. Also, davor kann man nur den Hut ziehen, weil, ich weiß nicht, der lebt für 5. Also, der macht so viel. Ja, essen aber wir wenn mal. Einer Power hat, dann ja. Ja, aber wirklich. Escabeche ist ein schöner Sud, ein kräftiger Sud. Mhm. Der ist hier mit den Perlen noch. Und dann eben auch hier, wie schön das ausdekoriert ist. Ja? Also, ich mag sowas sehr, sehr gerne. Auch mit den weißen Blüten. Ich weiß nicht, kannst du das einfangen mit den weißen Blüten? Ja, klar. Ja. Ja. Das sieht so schön aus. Das sieht echt toll aus. Ich gucke auch immer, dass ich möglichst viel auf den Löffel kriege. Ja. Weil das ist nämlich das, es muss richtig, richtig Geschmack muss da rein. Ja. Schon Makrelen. Geschmack auch schon ein bisschen was geräuchert, ja. aber frisch. Ich mag, aber ich mag es am wenigsten von allem, was wir bisher hatten. Ja. Ich bin aber auch kein großer Freund von so purem Paprikageschmack. Ja, du, das und ist das, bei dem SKB ist das natürlich. Ja, da ist halt ordentlich Paprika drin, aber ich finde es super. Ja. Und plötzlich waren wir mittendrin. Nach dem ersten Gang von Nelson, der wirklich sehr lecker war, ist es auch schon passiert. Der erste 3-Sterne-Gang wurde von Kevin Fehling persönlich angesagt und ganz ehrlich, er trägt den Titel Die See. Das heißt, da ist Alge drin, da ist von dem ein bisschen was drin, von dem ein bisschen was drin. Ich war wirklich gespannt, wie es jetzt sein würde, weil ich habe einfach eine Erleuchtung erwartet. Probieren wir, Leute. Probieren wir. Ich bin jetzt gerade, merke ich wirklich, Anspannung ist da. Wie so ein Jelly, so ein bisschen. Merkst du, das ist richtig Meer. Ja. Du stehst an der Nordsee und holst Tiefluft. Ja, aber wirklich. Und nur das Gute davon, also nicht die stinkigen Algen, sondern ja. nur die guten. Jedes Stück ist gleich groß. Ja? Du siehst auch dementsprechend, da ist nichts mit. Du kennst selber, wenn du Thunfisch mal zerlegst, da ist schon mal eine weiße Faser zwischen. Gibt es hier nicht. Das ist total perfekt fertig gemacht. Es ist so ein komplett rundes Ding. Also es ist schon ein spezieller Geschmack, finde ich. Aber so dieser spezielle Geschmack ist auf so eine angenehme, runde Art und Weise aufgefangen. Du hast so diese ganze Bandbreite von Meer. Und dann hast du sowas so fast ein bisschen Metallisches, finde ich. Und das geht dann so perfekt. Das Jodige. Genau, das Jodige. Und das geht so perfekt in so Cayenne-Schärfe oder irgendwie sowas. Sehr gut. Und du hast dann einfach so ein, es ist so diese ganze Bandbreite, die dich schon beeindruckt. Und dann geht es immer noch weiter. Ich muss sagen, mit ein bisschen Abstand fand ich wirklich, dass dieser Gang so fast ein bisschen anspruchsvoll, anstrengender zu schmecken war, also so zu verstehen war. Und der Wein hat einem so die Entspannung gegeben. Er ist so fast so ein bisschen unkomplex, den trinkst du dazu, ist süß, ist lecker, schmeckt einfach. Und das Zusammenspiel ist einfach ganz große Klasse. Also man sollte wahrscheinlich wirklich auch einfach den Wein dazu trinken. Das macht das Erlebnis noch runder und noch geiler. Mamma mia, das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend, weil
Der Gang wurde angekündigt als im Prinzip Sushi, nur anders. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also wir haben den Reisschaum, wir haben oben drauf Nori-Blätter, so diese Algenblätter, denke ich zumindest, in feinen Streifen. Darunter ein Aal-Ragout und diese kleinen Perlen, die so ein bisschen aussehen wie Calippo, sind gefrorene Wasabi-Perlen. Ich liebe ja auch so Unagi, ne? Also Aal. Total geil. Probieren wir. Diese Gesichtsverzerrung. Aber auf eine sehr, sehr geile Art und Weise zusammengepuzzelt. Also es ist einfach ein rundes, leckeres Ding und du, Eric, solltest ihn jetzt auch probieren. Ich habe sehr großen Respekt davor, das jetzt zu essen. Einfach mal rein, oder? Ja. Das ist wunderschön. Ja. Und dieser Gang war einfach nur mind blown, also ohne Witz. Was beim anderen Gang noch irgendwie so ein bisschen schwierig zu verstehen war, war bei dem einfach nur uff. Wenn ich nur noch einen Geschmack mein Leben lang schmecken dürfte und es wäre dieser Teller, dann wäre ich okay damit, weil der hatte einfach alles. Der war wirklich perfekt. Und wir hatten auch die besondere Ehre, dass Kevin Fehling höchstpersönlich uns den Gang einmal erklärt hat. Also wir haben einen tiefen Teller. Darin ist ein Dashi-Gelee. Dashi sorgt immer für Umami, also die fünfte Geschmacksart. Nach süß, sauer, salzig und bitter gibt es unglaublich viel Power. Darauf haben wir in Yuzu marinierte Rettichwürfel und dann geschmorten Aal, also nach japanischer Art Onagi. Das heißt, der Aal wird im frischen Zustand, die Filets gegrillt, dann in einer Marinade aus Sojasauce, Reiswein, Mirin, Wasser und ein bisschen Zucker gekocht, bis er gar ist. Dann haben wir ihn erkalten lassen, in Würfel schneiden lassen, separat den Fond reduziert. Darauf gibt es dann wiederum ein Reis-Espuma aus Basmati-Reis. Oben auf im Grunde genommen unterschiedliche Komponenten, die man normalerweise für ein Sushi verwendet. Julienne, also feine Streifen von der Nori-Alge, gefrorene Perlen vom Wasabi, ein bisschen Schnittlauch und ein bisschen Reisknusper vom gepufften Reis. Das Schöne an diesem Gericht, es sieht sehr reduziert und sehr schlicht und sehr vorsichtig angerichtet aus, aber die Explosion entsteht einfach nur am Gaumen. Klein bisschen Kaviar sehe ich. Weiter geht's mit Kabeljau mit Aki-Kaviar, Champagnerschaum, Kressepüree und Rapsöl aus der Drei-Sterne-Küche. Der letzte Drei-Sterne-Gang, den wir heute essen. Das heißt, es wird gleich nochmal richtig spannend, wenn es danach mit einem Stern weitergeht, wie da der Unterschied nochmal ist. Aber das sieht schon echt fast ein bisschen simpel aus, oder? Also, dass man sich so denkt, oh, das sieht ja gar nicht so schwer aus. Also, der Kabeljau, alles auf einen Löffel, genau. Let's try. Ja? Ich will hier wohnen, in diesem Restaurant und das immer essen. Boah, ist das lecker. Auch so, was so farblich passiert, ne? Wie sich die verschiedenen Schichten vom Gericht verbinden und so. Wie sich das Blättrige im Mund zerlegt und diese Filets, die du einzeln mit der Zunge definieren kannst, dieser Geschmack dazu, also ich finde es mega. Und mit diesem Happen hier verabschieden wir uns jetzt auch wieder aus dem Drei-Sterne-Bereich. Ich habe keinen Schimmer, was es ist, aber ich habe so eine Vorahnung, dass es sehr, sehr gut sein wird. Boah, hier sind die Texturen wirklich verrückt, oder? Ich finde das Heiß-Kalt-Spiel super. Ich sage immer Dur und Moll. Weißt du, also, es muss halt tiefe Töne geben. Und dann hast du jetzt die tiefen Töne hier über den Champagnerschaum, der so deep ist, und jetzt das Frische. Mega. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Und absolut gespannt, wie mir die Gänge jetzt gefallen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt nie wieder was anderes essen kann, sondern ich habe richtig Bock auf das, was kommt. Das ist jetzt was ziemlich geil. Das ist auch von Nelson. Da unten drunter hast du einen Kalbsbries. Das ist was ganz Besonderes. Oben drauf eine angeflammte Jakobsmuschel, St. James Kaviar. Und unten drunter hast du einen schönen Mangold. Und das in der Kombination ist schon cool. Und bei diesem Gang von Nelson sieht man auf den ersten Blick schon fast eine gewisse Ähnlichkeit. Also so dieser runde Aufbau, noch was oben drauf. Und es sind kleine Nuancen in der Anrichte, die auch wirklich nur Profis erkennen können, die dann eben diese Trennschärfe ergeben. Weil ich und ihr da draußen würdet vielleicht optisch gar nicht sagen können, okay, das muss drei Sterne sein, okay, das muss ein Stern sein. Wenn man einfach nur beide Gerichte nebeneinander anschaut. Deshalb, das zu sehen und zu verstehen, ist halt wirklich nur an einem Abend wie diesem möglich. Messer und Gabel sind Deko, funktioniert auch nur mit Löffeln. Nee. Aber auch hier wieder ordentlich Kaviar drauf, also es ist absolut schwer zu sagen. Aber das, was wir jetzt hier haben, ist doch ein Gedicht, ist doch ein Bild, oder? Ja. Wir haben in der Mitte haben wir die Perlumbrust, dann ist eben die Leber mit dabei, die Jüde, die da drum kommt. Wir haben vielleicht sogar, das sieht ein bisschen aus, als ob es ein Pilz ist, es ist aber keins. Ja? Ja. Dann ein bisschen Trüffel mit dabei und das ist doch so eine kleine Liebeserklärung, einfach nur so eine kleine Ode an dieses Perlum, oder? Ich finde es toll. Ich finde es absolut umwerfend. Also geh mal rein, oder? Geh mal rein. Probier mal die Perlumbrust, dann wieder mit der Leber und dann ein bisschen von der Creme, die dabei ist und auf einmal löst sich das wieder anders auf. Also deswegen sage ich auch gerne, immer zusammen essen. Ja. Weil die Jungs haben sich echt was dabei gedacht. Ja. Das ist wieder jetzt typisch, jetzt pfiffig. Ja. Ne? Einfach galant. Ne?
Und ist eine feine, sehr, sehr feine Sache. Gut. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also, weißt du, was mir immer schwerfällt bei so einem Nachtisch, dann wirklich so da so richtig reinzugehen. Und dann, aber du musst es machen, damit du wirklich von allem mitprobieren kannst. Ein bisschen von allem. So muss es sein. Probier mir. Du hast einerseits so diesen Karamellzucker, der dir so den Mund verklebt. Andererseits so diesen, so das Baiser-artige, was so einen Crunch hat. Das ist so ein bisschen so, was kann Zucker alles? Man denkt so, okay, wenn es so viel Zucker hat, dann ist es auch so unkomplex, aber es schmeckt trotzdem so total abwechslungsreich. Buddy, als jemand, der viel, viel mehr Erfahrung hat in diesem ganzen Ding hier, wie fandest du den heutigen Abend? Also 4 Sterne haben ja da schon sehr gelockt. Ja? Ja. Und ich muss wirklich sagen, es war schon mega, oder? Ja. Wir haben ein paar Sachen gelernt wieder, was man noch neu kombinieren kann. Ich bin natürlich gebeamt von dem, was Kevin da auf dem Teller geballert hat. Und ich finde es toll, dass Jan Nelson da seine eigene Signature mitgebracht hat. Und dass es so mega zusammengepasst hat. Ja. Wie zwei Brüder, wie zwei Bros, die einfach einen geilen Abend veranstaltet haben. Und wenn ich jetzt die 3 Sterne von Kevin mit dem 1 Stern von Nelson vergleichen muss, dann muss ich sagen, so outstanding, wie Kevin gekocht hat, so wenig muss ich aber auch Nelson verstecken, weil ja, da sind Unterschiede in Komplexität, in Anrichtung, aber als Normalsterblicher muss ich sagen, ist beides unsäglich gut, obwohl man natürlich die besondere Klasse von Kevin in jedem Gericht merkt. Vor allem, wenn man bei ihm in Hamburg im Restaurant ist, am Table sitzt, dann merkt man nochmal mehr mit diesem Schauspiel, mit dem Drumherum, wie unglaublich dieses Restaurant einfach ist. Alles in allem bin ich auf jeden Fall mega dankbar, vor allem an Nelson, dass ich dort filmen durfte und dass ich kommen durfte und allen, die den Abend dort wirklich unvergesslich gemacht haben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, vielleicht bei einem Döner, einer Pizza oder in der Sterneküche. Viel Spaß, bis dahin. Ciao, ciao.